Wusstest du, dass eine Raupe ihr Leben als winziges Ei beginnt? Wenn sie geschlüpft ist, ist sie sehr hungrig und frisst immer zu. Die Raupe wächst und wächst. Dann spinnt sie einen Seidenfaden um sich herum und schließt sich in einen Kokon ein. Das ist eine harte Hülle. Im Kokon findet eine erstaunliche Verwandlung statt. Die Raupe wird allmählich zu einem wunderschönen Schmetterling. Hilf der kleinen Raupe Nimmersatt, leckeres Obst zu fressen. Um ein Ich-ernähre-mich-gesund-Abzeichen zu gewinnen, musst du die Süßigkeiten meiden. Tippe das Obst an, das die kleine Raupe Nimmersatt als nächstes fressen soll. Versuche, die Süßigkeiten zu meiden. Gut gemacht. Schau, wie groß die kleine Raupe Nimmersatt geworden ist. Wusstest du, dass ein Tintenfisch 8 Arme hat? Er kann eine Wolke aus schwarzer Tinte verspritzen. Ein Einsiedlerkrebs trägt ein Schneckenhaus auf dem Rücken. Eine Qualle hat einen weichen Körper. Aber Vorsicht, ihre langen Tentakeln brennen, wenn man damit in Berührung kommt. Ein Walross hat große Stoßzähne und dieser Narwal hat einen einzigen langen Stoßzahn. Das nächste Spiel ist ein Quiz. Tippe bei jeder Frage das richtige Tier an. Um ein Schnelldenker-Quiz-Abzeichen zu gewinnen, musst du alle 5 Fragen richtig beantworten. Welches Tier ist rot? Prima! Welches Tier hat große Stoßzähne in seinem Maul? Wunderbar! Welches Tier kriecht auf dem Meeresgrund entlang? Gut gemacht! Welches Tier hat 8 Arme? Super! Welche Tiere sind zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs? Wunderbar! Du hast es geschafft! Bitte einen Erwachsenen um Hilfe, wenn du neue Spiele ausprobieren möchtest.